Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 21 Ultimate Team. Joa, auf geht's, ne? Auf geht's. Nächstes Spiel. Nachdem wir jetzt zwei gewonnen haben, müssen wir schauen, dass jetzt mehr geht, ne? Mal gucken, ob wir Sieg Nummer 4 hinkriegen jetzt. Wie gesagt, wenn es normal gespielt war, haben wir 4 Siege, Spiel 4 Spiele, 4 Siege gehabt. Aber jo. Die anderen waren halt alles bittere, ekelhafte Pleiten. Oh gut, haben wir ja abgebrochen, haben wir keine Punkte für gekriegt. Wie gesagt, lass mich dann nicht mit, keine Ahnung, 20-0 abschlachen, weil 20 von 23 Torschüssen 20 drin sind. Mal schauen. Nächster Gegner wird gesucht. Mal gucken, die wir mit dran dürfen. Team Slovenia. Kings gegen Kings. Beziehungsweise gegen Team Slovenia. Mal gucken. Malkin vorne drin. Carlsen. Lässt ihn da gleich mal durch. Lemieux mit dem ersten Schuss. Heiskanen. Au. Maria Koki. Ja, und gleich mal schön alles überlaufen. Einfach mit dem Tempo-Stick gedrückt halten. Und das ist eigentlich ein Penalty. Gib Powerplay. Joa. Lemieux frei durch. Send's mal um. Ja. Oh, auch Price im Tor. Ja, wie? Wie gewinnt er denn den mit dem Pokecheck durch den Körper hindurch, oder? Ey, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Breer hat die Scheibe, ist vorbei am Spieler und plötzlich ist sie wieder hinter Breer. Was? McKinnon, vorbei an Spurgeon. Das war Fehler vom Gegner. Kucherov 1-0. Wichtige Bude, ganz wichtige Bude. Ganz, ganz wichtige Bude. Kurz zuhalten hier. Sehr schön. Vorbei am Price. Eigentlich ganz einfach gemacht. Im 4-4. Wir haben nachher natürlich noch Unterzahlspiel für 40 Sekunden oder so. Schauen wir erstmal, dass wir das hier voll ausnutzen können. Oh, Kucherov fast mit dem nächsten hinterher. Kucherov 2-0. Rückhandtor und was für ein schönes. Jo, 4 scheint uns zu liegen. Josi gegen Spurgeon. Josi kommt durch. Bleibt da liegen. Oh, Price! Und da stand McKinnon. Einschussbereit fürs dritte. Eine Sekunde noch, dann hat er Überzahlspiel. Kucherov. Kucherov, schade, kommt er nicht rum ums Tor.
Oh, Fowler wäre gleich wieder rausgegangen, fast. Jawohl, Kucherov mit dem Scheibengewinn. Carlsen. Jetzt immer noch Erik Carlsen. Scheibe geht rüber. Oh, Price mit der Parade. Was ist das für ein Check? Das ist kein Check. Das ist einfach nur so. Ja, ich stehe hinter dir, danke. Nikita Gusev. Heißkannen. Dann abgefälscht. Scheibe geht raus zu Gretzky. Gretzky vorbei an Heißkannen. Fowler. Dreiseitel. Gretzky, Walter. Müller. Wichtig von Karlsson, dass der nicht durchgeht. Price, leeres Tor, Strafe für uns. Für was denn, Alter? Für das, dass ich mich hinsetze und die Scheibe blocke. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Breer stand leider im Abseits. Stark. Null komma null stark. Price übers Tor, das gibt's gar nicht. Da kommt wieder einer von uns ran. Mei, und dann sind es wir diejenigen, die die Scheibe verlieren. An unserem eigenen Mitspieler, Dreiseitel, nimmt die Scheibe irgendwie mit. Dreht dann doch nochmal ab, sind wieder vollständig. Das ist Leon. Dreiseitel. Ja, nee, komm, da liegen wir nicht vorbei. Letztes Spiel hat das super funktioniert. Oh, dann nimmt er wieder Josi von uns schön raus. Taves. Breer. Spurgeon ist eigentlich schon rausgenommen. Jawohl, 3-0. Zwei gleich am Boden bei uns. Couture gegen Kane. Tyson Berry gegen Kane. Kane bremst ab, wird weggeschoben. Kriegt die Scheibe trotzdem noch. Ah ja, und dann kommt ein direkter Schuss. Weil ich nicht nur sage, er soll nach der Scheibe greifen mit R1. Das ist Stamkos. Mal komplett drüber hausen. Einfach mal mit Vollgeschwindigkeit. Das ist gar nicht Erik Carlsen, das ist William Carlsen. Oh, ja, das ist ein geschenktes Tor. Aber was macht denn da auch Riley? Also, wenn ich mir das jetzt mal genau anschaue, wir müssen natürlich das Timeout direkt nehmen jetzt, ist klar. Aber jetzt achtet mal bitte auf Riley. Da kommt. Achtung, da kommt der Ball. Nee, das ist davor schon. Hier. Das ist Riley. Ja, ja, hier. Zack. Und jetzt achtet mal auf Riley. Ah, das bin ich. Warum bin ich plötzlich Riley? So, ich block ihn. Hä? Okay, habe ich Riley direkt wieder rausgesteuert. Schön. Haben ihm natürlich eine schöne Einschussmöglichkeit gegeben, klar. Super ärgerlich. Super ärgerlich. Gusev. Defensivspiel ist anscheinend nicht so seins. Und das sind 2 Minuten.
Man kann es probieren. Schön direkt weiter gespielt. Schau dir an, Spurgeon, der 83 Tempo. Der 83 Tempo, der ist genauso schnell wie Josi. Der ist genauso schnell wie Josi. Josi ist komplett grün. Und der überläuft Josi straight. Das kann es nicht sein. Das kann es halt einfach nicht sein. Sechs zu acht Schüsse. Ja, komplett lächerlich eigentlich von den Schüssen her. So. Beide spielen weiter in Unterzahl. Ich hoffe halt jetzt nicht, dass wir jetzt so scheißblöde Tore kassieren. Wieder mal Heißkannen mit dem Fehler. Panari mit dem nächsten. Oh, Carlsen trifft die Scheibe nicht richtig. Oh. Den hätte Carlsen machen müssen. Den hätte er machen müssen. Nicht nur machen können, machen müssen. Hier ist von machen müssen die Rede. Oh, da ist alles frei zum Schuss. Gut, dass Price uns das Leben auch schwerer macht, indem er die Scheibe nochmal wegstupst von uns. Unsere Strafe endet auch wieder. Sagachev. Jawohl, Lemieux. Tyson Berry mit hinterher. Mai. Ja, es ist halt ein bisschen. Ich finde es halt einfach ein bisschen lächerlich, wenn man sieht, mit welcher Kraft dieser Check kommt und wie es ein Lemieux dann wegdrückt. Und das ist einfach lächerlich. Das ist einfach lächerlich. Und dann fangen wir uns hinten so ein Scheißding ein. Hier wieder! Spurgeon steht einfach nur da, kriegt die Scheibe praktisch geschenkt. Sind keine zwei Minuten voll in uns rein. Unsere Spieler fallen halt aber auch einfach nicht. Das ist halt auch was, weißt du? Der Gegner, wenn sowas kommt, der fällt halt. Und denkt sich so, wieder. Spurgeon steht einfach nur da. Kucherov läuft vorbei, hat die Scheibe vollkommen im Besitz. Ja, nee. Selbe wieder. Fauler hier jetzt in dem Fall. Kane, Miller ist raus aus dem. Mein Breer, wo steht der denn? McKinnon. Hat die Scheibe immer noch. Ja, jetzt nicht mehr. Ich glaube, er schießt halt einfach schon 3-2, weißt du? Jetzt kommt er wieder ran. Richtig schön unverdient halt auch. Obwohl es halt auch zwar ein bisschen mehr fürs Spiel macht, aber wieder. Weil sie mir halt nicht Breer geben, sondern einfach jemand anderen, weißt du? Nächstes Unterzahlspiel. Wobei, bisher muss ich sagen, Unterzahlspiel eher zu unseren Gunsten als zu denen des Gegners. Bisher waren wir diejenigen, die Konter gezogen haben. Hier auch wieder ein Poke-Check quer durch die Beine durch. Ohne Probleme. Saudi überlebt den Check von Heißkannen absolut nicht. Hat der vier? Hat der mehrere Verteidiger hinten? Nee, oder? Doch, das ist Barry. O'Reilly. 2 auf 0 mit Lemieux. Lemieux scheitert an Price. Ja, und wieder. Er läuft einfach nur hinter das Tor, stellt sich hin und kriegt die Scheibe. Er macht keinen Poke-Check. Nichts. Er stellt sich einfach nur hin. Er macht nichts. Oh, wie lange das jetzt gedauert hat, bis wir da jetzt in Scheibenbesitz waren, unfassbar.
Sergachev ist genauso schnell wie Lemieux. Das kann's nicht sein. Hey, der Werteunterschied ist nicht nur 5 oder 6. Der Werteunterschied zwischen Sergachev beträgt 8. 8 gesamt. Und das ist dann ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwann nicht mehr witzig. Kane. Spurgeron, allmächtig. Steht eine Traube von 5 Menschen und er greift sich punktgenau die Scheibe raus. Carlsen vorwärts laufen. Nee. Funktioniert auch so. Kane. Was ist das für ein Pass? Da steht niemand außer der Gegner. Niemand. Stamkos, die Scheibe rutscht ihm zwischen die Beine. Das fällt ihm nicht mal auf. Das fällt ihm nicht mal auf. Wenn er halt wenigstens danach reagiert hätte oder danach irgendwie mit dem Stock gesucht hätte, hätte ich ja nichts gesagt. Aber das fällt ihm halt nicht mal auf. Zum Glück ist das Drittel vorbei. Das ist echt... Boah, du kriegst einen Kotzreiz, wenn du das siehst. Da kriegst du einen Kotzreiz, wenn du das siehst. So, letztes Drittel. 3-2. Gegner gewinnt das zweite Drittel im Vergleich zu uns. Wir gewinnen das erste mit 3 Toren, also mit 2 Toren Unterschied. Er macht ein Tor. Ja, dann ist es halt dran. Schon ist er dran. Miro Heißkanne. Price spielt die. Price hat die Scheibe. Ich wollte gerade sagen, ich muss. Was ist wieder für ein Pass? Es würde einfach so ein Bandenpass spielen. Freiwillig. Malkin setzt sich da schön hinten zu Lemieux. Ja, Lemieux umrundet Barry mit seinem Schläger. Die Scheibe kriegt er irgendwie aus welchen Gründen auch immer natürlich nicht. Barry ist unanfechtbar. Was soll der Scheiß? Jetzt mal ehrlich. Das sind geschenkte Tore, die unser Gegner hier kriegt. Das sind geschenkte Tore. Wir spielen um einiges besser. Übrigens wissen wir jetzt auch, wann das Update war, was das Spiel so verändert hat. Und zwar war das Update, als die Server so lange dauern. Kucherov mit dem nächsten Tor. 3 Tore Kucherov. Ganz, ganz wichtig. Das war der kritische Punkt. Der Freitag, als die Server für ungefähr 8 Stunden down war. Und da müssen sie irgendwas verändert haben, weil, wie gesagt, auf einmal gehen manche Sachen gar nicht mehr. In unserer Facebook-Gruppe haben wir schon aus Witz gesagt, werden sich die Finnen wieder genug beschwert haben, dass sie keine Spiele mehr gewinnen. Und dass die anderen Europäer plötzlich genauso stark sind. Das Problem daran, ich kann es mir bildlich vorstellen, wie so eine Gruppe Finnen vor dem EA-Hauptquartier in Montreal antanzt. Oder ist es Vancouver? Ich glaube, es ist Montreal. Das ist abseits. Wichtig, dass wir nochmal ganz früh in Führung gehen. Na, vor allem, dass wir hier direkt den Ausgleich kriegen. Und wieder. 4-mal checken wir ihn. Und nach dem 4. Mal hat er immer noch die Scheibe. Das kann es nicht sein. Oh, Kane. Price. Den Scheibe halt auch wieder nicht verwerten. Fällt von immens eigentlich zu unseren Gunsten. Oh, zu unseren Gunsten. Ich schaue Fowler an, der wieder langsam. Ja, wir müssen Fowler raus tun da hinten. Das ist ja nicht mehr tragbar. Das ist leider echt nicht mehr tragbar. Kane. Ja, das muss abdrehen. Dritte Reihe, das ist die von Kane.
Daudi, wir brauchen kurz Yossi. Dann kann Daudi wechseln. Jetzt gehen sie wenigstens mal wechseln, weißt du, wenn du ihnen sagst, dass sie wechseln gehen sollen. Lemieux! Wieder. Yossi kommt halt an die Scheibe ran, obwohl er gar nicht rankommen sollte und verliert sie dann halt dementsprechend. Gretzky da drüben ist drei Seiten noch mit dabei. Oh. Mit den letzten Sekunden noch unentschieden selbst zu schießen. Vorbei an Heißkanen. Die Kühlscheibe kommt wieder nicht an. Bei Kuznetsov. Oh! Lemieux feuert den vorbei. Fowler ist halt unser zweiter Verteidiger. Ist halt nicht so gut. Ja, komm. Da stehen drei Verteidiger. Drei Verteidiger, Freunde. Drei Stück. Und es ist komplett egal, wo die Scheibe hinkommt. Fliegt einfach genau quer durch. Das kann es nicht sein. Achtung. 1, 2, 3, da keiner. Gretzky bremst ab, der hätte locker die Scheibe, den Schläger mal reinhalten können, weißt du? Nee, macht er nicht. Macht der Computer von alleine nicht, weil das musst du machen. Du musst so geistesgegenwärtig sein und R2 drücken, den Spieler perfekt wechseln. Vor allem, nachdem dir EA aber die Spieler zuweist. Also du kannst ja nicht sagen, okay, ich drücke jetzt R2 und du hast genau den Spieler, den du haben willst. Tegachev ist geblockt von uns. Ja, O'Reilly ist halt nur nicht der Schnellste. Setzt sich da trotzdem irgendwie durch uns zu, Ben. Hat dann komplett leer. Ja! Fuck! FY! FY Price! FY! Danke! Absolut verdient, dass sie dieses Tor schießen. Und dass es Price so schön auflegt für Perry. Sollte die Entscheidung sein. Zwei Tore Führung in 46 Sekunden. Oh, Kucherov, den muss er machen. Da gibt es gar keine Frage, ob er den machen muss oder nicht. Ja, muss er machen. Vor allem, wenn ihm Briere die Scheibe halt auch noch so schön auflegt. Jawohl, Riley kommt da schön ran. Virtanen hilflos. Sergachev ausgetanzt von McKinnon. Da kommt jetzt Bergeron. Und dem rutscht er vorbei. Ja. Dann kommt er halt wieder mit dem Spieler. Stellt sich hin, ja, und kriegt die Scheibe wieder geschenkt. Das ist mir aber wurscht. Riley. Das ist Briere. Zusammen mit Kucherov. Die Zeit läuft ab und es ist dein nächster Sieg. Wahnsinn, du wartest einfach zwei Stunden, spielst wieder und zack hast du den nächsten Sieg. Wie gesagt, ganz wichtig, Game-Winner definitiv Nikita Kucherov. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich glaube, das steht komplett außer Frage. Wer hier der Game-Winner ist. Boah, es interessiert mich kurz. Doch, wir haben volle Punkte bekommen. Also 3300 Punkte haben wir schon mal. 2 von 2. 6-4.
Das letzte Drittel wieder 3-2 gewonnen. Aber trotzdem, weißt du, schießt 4 Tore auf 12 Torschüsse. Das kann es halt nicht sein. Das kann es halt einfach nicht sein. Das ist seine Mannschaft übrigens, Duchesne. Ja, da sind schon keine schlechten Spieler. Heiskanen ist wahrscheinlich der Leihspieler der 89er, ja. So, jetzt hier machen wir Segache 4. 81, weißt du? Lemieux hat 90. Das ist ein Witz. Das ist einfach ein Witz. Hat normalen 86 gepriced, wenn wir die Fulltime-Version haben. Ja, fast auf beiden Seiten ein Drittel der Schüsse, ein Tor. Kucherov. Nikita, den muss ich jetzt einfach nochmal sagen. So wie Briere sich da hinstellt, den muss Kucherov machen. Den darf er gar nicht machen. Den darf er gar nicht machen. Das wäre dann Nummer 4 gewesen. Aber gut. Kann man ihm verzeihen, hat davor genug Tore geschossen, vor allem auch die ganz wichtigen, so wie diesen vierten Treffer hier. McKinnon hinten rum. Und dann steht er da eigentlich nicht optimal. Drücken wir es so aus. Er steht da eigentlich echt nicht optimal, aber er schafft es halt irgendwie, die Scheibe an Price vorbeizulupfen. Das ist halt die spielentscheidende Szene. Dieser Pass ist die spielentscheidende Szene. So. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Ab zurück ins Hauptmenü. Ich sag schauen vor, wir sehen uns nächste Woche hier bei NHL 21 Hockey Ultimate Team. Und ja, mal schauen, was wir noch rausreißen können. Bis dahin, ciao und vor.